Hallo zusammen. Ich möchte mich heute mit einer Frage beschäftigen, die man hier auch lesen kann, die mich schon selber längere Zeit beschäftigt. Wie kann man mit einfachen Mitteln ein eigenes Wimmelbildspiel herstellen? Wimmelbildspiele, die meisten, die hier dieses Tutorial sich anschauen, werden wohl wissen, was damit gemeint ist. Für diejenigen, die per Zufall hier hingerutscht sind, vielleicht eine kleine kurze Erläuterung. Ein Wimmelbildspiel ist im Grunde genommen ein Suchspiel, das vom Prinzip her immer ähnlich aufgebaut ist. Man hat ein Bild oder mehrere Bilder, die nacheinander kommen, die verschiedene Szenen darstellen. Und in der Regel sind das Bilder, wo ganz viel drauf zu sehen ist. Hier ist so ein Wimmelbildspiel aus dem Internet mal heruntergeladen. Man sieht also einen Drachen, ein Zelt, verschiedene Kanus, einen Rollstuhlfahrer, Fahrräder, eine Bank, eine Großmutter. Basketball spielende Kinder, eine Schaukel und, also viele verschiedene Gegenstände. Man bekommt Vorgaben, was für Objekte man finden muss, also zum Beispiel finde den Drachen. Und wenn man den gefunden hat und draufklickt, verschwindet dann dieser Drachen aus dem Bild und man hat ein Objekt gefunden. Und wenn alle vorgegebenen Objekte einer Szene gefunden sind, dann kann man sich freuen, dann kommt man in die nächste Szene. Man kann das Ganze dann auch noch einbinden, wenn man die verschiedenen Bilder oder Szenen in eine Geschichte, in einen zeitlichen Ablauf, in eine Handlung einbettet, dass man durch eine Stadt geht oder dass verschiedene mysteriöse Dinge passieren. Dann hat man dann so einen Adventure-Charakter im Grunde genommen, kann man machen. Das hängt aber dann davon ab, wie man dieses Wimmelbildspiel aufbaut. Das ist sowohl für kleinere Kinder sicherlich eine ganz angenehme Sache, bei einfacheren Wimmelbildern, dass man sich konzentriert, dass man das Suchen lernt und das Finden, Zusammenstellung von Objekten und Begriffen. Aber das kann durchaus auch für ältere Leute ja ein ganz netter Zeitvertreib sein. Wimmelbildspieler selbst kann man natürlich, wenn man programmieren kann, Flash-Animationen programmieren kann oder anderes sicherlich herstellen. Auch mit anderen Programmen ist das sicherlich möglich. Das kann ich nicht. Es gibt auch verschiedene Spielkreationsprogramme, wie zum Beispiel den Game Maker, kann man kostenlos sich runterladen. Da kann man eine ganze Anzahl von verschiedenen Spielarten, Spielvarianten programmieren, ohne große Programmvorverständnisse. Aber ich habe damit mal versucht, das ist eigentlich ein sehr schönes und gutes Programm, aber Wimmelbildspiele damit zu programmieren, ist doch eine ziemlich wuselige Angelegenheit. Ist auch auf Englisch, hat auch nicht jeder und will auch nicht jeder so viel Zeit vielleicht investieren, um sich da einzuarbeiten. Und kurzum, ich habe relativ lange mich mit dieser Frage beschäftigt, wie kann man das vielleicht auch ein bisschen einfacher haben und kam dann auf die Idee, dass es eigentlich auch mit PowerPoint geht. Das ist die Version PowerPoint 2010. Mit den Vorgängerversionen müsste das ähnlich machbar sein in vielerlei Hinsicht. Und auch andere Präsentationsprogramme lassen sich da sicherlich nicht lumpen und man wird dann entsprechend Möglichkeiten haben, das Tutorial, die Einstiege, die Tipps, die ich euch hier geben möchte, in anderen Präsentationsprogrammen darauf zu übertragen und auch damit vielleicht das ein oder andere Wimmelbildspiel fertigzustellen, das dann doch schon auch ja, einigen Ansprüchen genügt. Natürlich nicht hochkomplexe Ansprüche. Aber das soll es ja auch nicht. Es ist just for fun, mehr oder weniger. PowerPoint allein hat ja fast jeder auf seiner Festplatte schlummern. Und insofern ist das, denke ich mal, eine Variante auf die Schnelle, mehr oder weniger mit Mitteln, die man sowieso, über die man sowieso verfügt, da ein bisschen voranzukommen. PowerPoint allein reicht allerdings nicht aus, um Wimmelbildspiele zu machen. Denn die Basis der Wimmelbildspiele sind bestimmte Bilder und die Bilder müssen vorher bearbeitet werden. Denn wenn ich jetzt nur dieses Wimmelbildspiel hier habe, in den Bildschirmpräsentationsmodus gehe und dann hier irgendwie rumklicke, dann passiert nämlich erstmal überhaupt nichts. Gegenstände, ich soll einen Drachen suchen, ich finde den, ich klicke drauf, aber der Drache bleibt einfach da. Das ist dann ein bisschen frustrierend. Deshalb brauche ich Grafikbearbeitungsprogramme, mit denen ich im Endeffekt zwei Dinge dann machen kann und machen muss. Ich suche mir ein Grundbild aus. Wie gesagt, hier sieht man ein Beispiel,
Ich habe hier hinten noch ein paar andere aufgelistet. Hier beispielsweise, man kann Fotos selber schießen oder aus dem Internet runterladen, immer wo viele Sachen zu sehen sind. Das ist übrigens nicht unsere Küche, das ist aus dem Internet heruntergeladen. Da kann man dann zum Beispiel sagen, finde die Kaffeekanne oder dies oder jenes, den Herd. Oder es gibt natürlich Möglichkeiten, Gemälde herunterzuladen, wo viel drauf zu sehen ist. Oder eher so kindliche Bilder, wo nicht ganz so viel zu sehen ist. Das ist dann, wenn man so etwas für kleinere Kinder beispielsweise macht, finde den Waschbären zum Beispiel. Ich komme aus Kassel, da brauche ich solche Wimmelbilder nicht, um das zu finden. Oder finde die Katze. Wildschweine wäre eher was für Berlin wahrscheinlich. Man kann, wenn man künstlerisch sehr begabt ist, dann kann man natürlich auch selber solche Bilder kreieren. Das ist bei mir aber nicht der Fall. Also ein Basisbild. Und dann muss man in einem Grafikprogramm zwei Dinge eigentlich machen mit diesem Basisbild, das jeweils eine Szene definiert. Erstens, man muss die Objekte, die dann später gefunden werden sollen, herausschneiden. Dazu gibt es in den Grafikprogrammen Schneidewerkzeuge, Freihandschneidewerkzeug, Lasso, Zauberstab, was auch immer, Formschneidewerkzeuge. Das Herausschneiden funktioniert im Prinzip immer relativ gleich. Wenn ich hier mal hochklicke und zum Beispiel, ups, da bin ich etwas zu weit gekommen, gehe ich hier auf Folie 2 und will den Drachen zum Beispiel herausschneiden, dann wähle ich das entsprechende Schneidewerkzeug, um kreise damit die Form des Drachens. Meistens kommt es dann noch ein Klick oder ein Doppelklick und dann ist die Form ausgeschnitten und diese Formen, diese der Objekte, die ich dann hinterher finden soll und die dann aus dem Bild verschwinden sollen, die speichere ich dann als eigene Grafikdatei auf der Festplatte, damit ich die zur Verfügung stehen habe. Das habe ich hier zum Beispiel schon mal gemacht. Aus dem Ursprungswimmelbild, da sieht man, da sind hier die Ballons, da ist hier das Zelt, da sind die Kinder und so weiter und so fort, die Murmel spielende Kinder, habe ich bereits die Ballons, die spielenden Kinder, das sind diese Murmeln auf der Sandfläche und hier das Zelt, das hier vorne stand, herausgeschnitten, als eigene Grafikdateien gespeichert. Bei den Grafikdateien, wie man die speichert, eine Sache vielleicht wichtig. Man sollte sie als GIF-Datei speichern, GIF. Denn bei den GIF-Dateien hat man die Möglichkeit, den Hintergrund, den man da herausgeschnitten hat, transparent zu gestalten, sodass wirklich nur das Herausgeschnittene hinterher als Datei zur Verfügung steht. Bei anderen Dateien ist es so, wenn ich das nicht machen würde, dann hätte ich im Grunde genommen hier noch ein weißes Rechteck drumherum mit weißer Farbe oder einer anderen Farbe, wie auch immer. Wenn ich dann also dieses Zelt hier reinsetzen würde, dann würde hier nicht das Zelt sich wunderbar in den Hintergrund einpassen, sondern ich hätte im Grunde ringsherum dann noch so einen, eine weiße Umrandung und das wäre natürlich nicht besonders schön. Als GIF-Datei speichern und den Hintergrund transparent setzen. Das ist entsprechend wichtig. Die meisten Grafik- und Zeichenprogramme, die werden das wohl unterstützen. Sollte jemand da Probleme haben, es gibt hier, das habe ich schon mal vorbereitet, das Programm Irfan View. Das ist ein kostenloses Freeware-Programm zur Bildbearbeitung und zum Anschauen. Nicht so komplex natürlich. Aber genau dieses Speichern als GIF-Datei ohne Hintergrund funktioniert wunderbar. Ich klicke hier mal auf Öffnen, Open und bin jetzt hier gleich im Verzeichnis, wo ich die paar Dateien gespeichert habe, die für mein Wimmelbild-Tutorial von Bedeutung sind. Und hier Murmeln 2 hat zum Beispiel noch einen Hintergrund, der hier jetzt schwarz ist. Dargestellt ist, der im Feld allerdings, wenn ich das importieren würde, weiß erscheinen würde. Ist auch egal. Ich öffne also einfach so ein GIF-Bild, das noch den Hintergrund hat, wähle dann bei Irfan View wieder Datei, also File, Save As, sichere als und komme Save Picture As in dieses Fenster. Und wichtig ist dann, ich muss hier unten Show Options Dialog
zeige, den Optionsdialog anklicken, denn dann öffnet sich automatisch dieses Fenster. Und in diesem Fenster sieht man, hier oben gibt es so verschiedene Varianten für die JPEG-Dateien und hier für GIF. Bei GIF-Dateien gibt es hier den Punkt Save Transparent Color, also sichere mit transparenter Hintergrundfarbe. Und das muss angeklickt sein. Wenn das dann gemacht wird, dann würde aus diesem Murmelbild mit Hintergrund ein reines Konturmurmelbild ohne Hintergrund, so wie ich das auch gemacht habe. Also für diejenigen von euch, die mit dem eigenen Zeichenprogramm nicht GIF mit transparentem Hintergrund speichern können, wäre das IrfanView-Programm sicherlich eine Alternative. Der erste Schritt also, wie gesagt, man hat das normale Hintergrundbild, überlegt sich, welche Objekte gesucht werden sollen, die schneidet man heraus und speichert sie als eigene Grafikdateien im GIF-Format mit transparentem Hintergrund ab. Und der zweite Schritt, wozu man die Grafikprogramme benutzt, wenn dann eben hier dieses Zelt ausgeschnitten ist, dann hätte man ja hier so eine relativ hässliche und unansehnliche weiße Lücke und das füllt man dann mit den Malwerkzeugen, die es in den Grafikprogrammen gibt, einfach auf, mit dem Farbpinsel oder mit dem Klonwerkzeug, wo man eben Muster und Farben aus von einer Stelle 1:1 auf andere Stellen übertragen kann. Ich denke, da kommt ihr sicherlich mit klar und ich denke, diese Malwerkzeuge und Klonwerkzeug, die gibt es wohl auch so ziemlich in allen Programmen. Übrigens bei dem GIF, ich weiß nicht, so ein Experte bin ich nicht, es könnte durchaus sein, dass andere Grafikdateien auch diese diesen transparenten Hintergrund mit erzeugen können. Ich kenne das nur von den GIF-Dateien, deshalb habe ich diese ganzen Bilder hier als GIFs gespeichert. Wenn ich dann so ein Szenenbild auf diese beiden Weisen verändert habe, nämlich einmal Gegenstände herausgeschnitten habe und zum anderen die Lücken, die entstandenen Lücken dann wieder mit Farben und Formen und irgendwelchen Mustern gefüllt habe, sodass das ganze Bild insgesamt ansehnlich aussieht, dann importiert man zunächst erstmal das Hintergrundbild in PowerPoint. Das geht eben einfach über das Menü, den Menüpunkt Einfügen, Grafik. Und dann kommt eben so ein Auswahlmenü, wo man sich in den entsprechenden Ordner zu dem entsprechenden Bild klicken kann. Das wird dann hier eingefügt. Man kann das eben in beliebigen oder in vieler Hinsicht dann noch verändern, die Größe verändern. Man hat Möglichkeiten, den Kontrast zu erhöhen und, und. Also leichte Veränderungsmöglichkeiten gibt es hier auch in PowerPoint. Dann importiert man Stück für Stück die einzelnen Grafikdateien, die die Objekte darstellen. Und das eigentliche Wimmelbild von PowerPoint läuft dann ja im Präsentationsmodus ab, Bildschirmpräsentation. Ein Problem bei dieser Bildschirmpräsentation ist, wenn man an irgendeiner Stelle klickt, dann springt man in der Regel zu dem nächsten Bild. Mausklick bedeutet bei PowerPoint standardmäßig, ich gehe zur nächsten Folie in diesem Präsentationsmodus. Dass das eben bei mir nicht geklappt hat, das liegt daran, dass ich hier eine Sache schon verändert hatte, die ich jetzt wieder zurücknehmen muss. Standardmäßig gibt es nämlich in dem Menüpunkt Übergänge eine Variante und eine Auswahlmöglichkeit, wie man zur nächsten Folie kommt. Und standardmäßig ist da angeklickt ein Auswahlhäkchen beim Mausklick. Und das bedeutet eben, ich klicke einmal und ich komme zur nächsten Folie. Das will ich nicht machen, denn bei PowerPoint, bei einer Bildschirmpräsentation, bei einem Wimmelbildspiel besteht natürlich die Hauptbeschäftigung im Klicken. Heißt ja nicht umsonst im Englischen Point and Click, Ziele und Klicke. Das heißt, man sucht irgendwelche Gegenstände, denkt, hier ist er, man klickt auf den Gegenstand und wenn man Glück hatte, war er es, wenn man Pech hatte, war er das nicht. Jedenfalls will man nicht gleich zur nächsten Folie, in die nächste Szene kommen, sondern man will ja erstmal eine Szene, alle Gegenstände, die einem vorgegeben werden, abräumen und insofern soll man bei der Folie bleiben. Bei PowerPoint die einfachste Methode, das zu erreichen,
dass der Klick nicht dazu führt, dass man zur nächsten Folie kommt, ist also, was vorher schon hier eingestellt war, Übergänge, nächste Folie beim Mausklick, einfach das Häkchen wegnehmen und schon bleibt man so lange erstmal in der Folie, bis man einen besonderen Befehl dann an PowerPoint schickt und dass man zur nächsten Folie kommt. Zur nächsten Folie kann man kommen, in jedem Falle, hier jetzt nicht mehr durchklicken, aber, das seht ihr jetzt nicht, aber ich sage euch das, wenn man zum Beispiel die Leertaste drückt. Das mache ich und dann bin ich bei der nächsten Folie. Oder die Pfeil nach rechts Taste. Auch da bin ich bei der nächsten Folie. Mit der Pfeil nach links Taste komme ich wieder zurück. Oder mit der Pfeil nach oben Taste und der Pfeil nach unten Taste. Das heißt, kurz und gut, Tastenanschläge werden im Moment, auch wenn ich das hier den Mausklick rausgenommen habe, noch weiter von PowerPoint aufgezeichnet und dienen noch dazu, zu den nächsten Folien zu kommen. Bei Wimmelbildspielen ist das zwar nicht so problematisch, aber wer da auf Nummer sicher gehen will und sagen will, ich will auf jeden Fall in der nächsten Szene bleiben, bis ich ganz gezielt zum nächsten Bild kommen möchte und einen bestimmten Befehl geben will, der kann auch diese Tastenbefehle im Grunde genommen deaktivieren. Und das geht über den Menüpunkt Bildschirmpräsentation hier oben. Dann Bildschirmpräsentation einrichten, erweiterte Optionen. Und dann sehe ich hier die Art der Präsentation. Da ist Vorgabe eigentlich Präsentation durch einen Redner in voller Bildschirmgröße. Das ist das, was ich eben hatte. Und es gibt dann, ich weiß nicht wieso, diesen komischen Begriff Ansicht an einem Kiosk, volle Bildschirmgröße. Und bei diesem Kiosk, da sieht es dann so aus, dass im Grunde genommen alle Tasten bis auf die Escape-Taste gesperrt sind. Klicke hier auf OK und auf die Bildschirmpräsentation. Das Klicken hat sich nicht geändert. Und jetzt kann ich auch Tasten drücken. Ihr hört das vielleicht im Hintergrund. Bild auf, Bild ab, die Leertaste. Nichts passiert. Das heißt, die Tasten sind gesperrt und nur, das mache ich jetzt, wenn ich auf Escape drücke, komme ich aus dem Präsentationsmodus wieder in den normalen Modus und bin zurück der Variante, wo ich von Folie zu Folie springen kann. Wer also auf Nummer sicher gehen will, wie auch immer, der kann dann also die Bildschirmpräsentation einrichten und in den Kiosk-Modus gehen. Für mein Tutorial bleibe ich im normalen Modus, damit ich dann, wenn ich zwischen einzelnen Folien hin und her springe, das auch mit den Tasten wenigstens machen kann. Die andere Sache, wie gesagt, mit der Maus, das ist wichtig, Folien wechseln, nicht beim Mausklick. Nun habe ich erstmal hier dieses Bild. Die Objekte habe ich soweit vorbereitet. Jetzt muss natürlich derjenige, der das Wimmelbildspiel spielt, auch erstmal wissen, welche Objekte er zu suchen hat. In der Regel sind bei Wimmelbildspielen dann hier unten so Kästchen oder Felder aufgelistet. Ich habe hier jetzt schon mal über Einfügen, Formen ein einfaches Rechteck aufgezogen. Kann ich jetzt hier wieder löschen. Das ist schon hier unten in der entsprechenden Größe. Und das kann man einfach hier hinsetzen. Man kann das in der Farbe natürlich total verändern. Ich kann hier Farbverläufe reinsetzen, die ich dann auch noch verändern kann, was auch immer. Gibt also da eine ganze Palette von Möglichkeiten. Zurückgehen, hier oben rückgängig machen, Fülleffekte, kann ich dann wieder rückgängig machen. Das wäre dann sozusagen schon mal die Basis, wo ich dann die Begriffe einfüge. Ihr seht ja hier schon, ich habe Ballons, ich habe ein Zelt und ich habe Murmeln. Das sollen beispielsweise hier jetzt die drei Dinge sein, die drei Objekte, die ich finden kann. Und dann habe ich dann über Einfügen Textfeld entsprechend die Begriffe hier unten schon eingegeben. Murmeln, so. Und kann man die Schriftart und in vielerlei Hinsicht alles noch variieren. Aber darum geht es ja im Moment nicht. Diese zu suchenden Begriffe kann man dann in dem Wimmelbildspiel einfach hier unten erstmal einfügen. Was die Ausrichtung angeht, ist PowerPoint durch diese Striche, PowerPoint 2010,
ganz gut, weil das dann schon entsprechend hier in mittig zentriert oder am oberen oder unteren Rand ausgerichtet ist, kann man das schon ganz gut machen. Jetzt stehen hier schon die verschiedenen Begriffe. So weit, so gut. Nun geht es darum, die einzelnen Gegenstände, die ich hier jetzt habe, dazu zu bringen, dass sie beim Klicken, wenn man auf sie klickt, auch verschwinden. Das funktioniert durch eine bestimmte Sache, die man Animation nennt. Man kann Objekten, und mit Objekten sind auch zum Beispiel Schriften gemeint und was auch immer, bestimmte Animationen, bestimmte Bewegungsabläufe oder Veränderungen, sage ich jetzt mal, zuweisen. Es gibt hier den eigenen Menüpunkt Animationen, den kann ich hier mal aufklicken. Und immer wenn es um Animationen geht, gerade bei Wimmelbildern, wo dann eine ganze Menge von Objekten vielleicht weggeklickt werden müssen und animiert, bewegt werden, ist es immer sehr, sehr sinnvoll, den Punkt Animationsbereich aufzuklicken. Den findet man hier. Dann hat man hier bei PowerPoint im rechten Bereich eben diesen Animationsbereich. Und alles, was jetzt hier an Animationen geschieht, das wird dann hier aufgelistet. Animationen, hier sieht man schon ein paar, man kann hier noch eine Menge mehr erstellen. Es gibt noch weitere Effekte hier und alle Effekte kann man nochmal in Details, in der Schnelligkeit, in bestimmten Parametern verändern. Um Objekten Animationen zuzuordnen, ist es erstmal wichtig, Objekte zu markieren. Das habe ich hier bei den Ballons gemacht. Dann gehe ich hier hin. Und beim Draufklicken auf diese Ballons sollen die ja verschwinden. Und man sieht, die Effekte sind hier in drei verschiedenen großen Gruppierungen, Kategorien eingeordnet bei PowerPoint. Eingang, das bedeutet, irgendein Objekt erscheint auf eine bestimmte Art und Weise. Betont, das heißt, das Objekt ist schon am Anfang da, das erscheint nicht erst. Aber wenn es denn da ist und irgendetwas passiert, dann verändert es sich während seiner Daseinszeit. Zum Beispiel schwankt es oder es rotiert, es verändert die Farbe oder wird transparent oder was auch immer. Und die dritte Kategorie nach dem Eingang und der Daseinsphase, das Beenden. Das verschwindet auf irgendeine Art und Weise, es verblasst, es fliegt hinaus, es teilt sich, es wird verwischt und. Verschiedene Möglichkeiten, die es entsprechend gibt. Die Ballons sollen verschwinden, da bietet sich also die Beenden-Variante ein. Und ich wähle jetzt mal das Herausschweben, klicke dann hier hin und ich sehe zweierlei. Einmal bei meinem Objekt, den Ballons, hat sich eine Zahl hier, steht jetzt hier. Das ist der erste Effekt, der auf dieses Objekt angewandt wird. Hier findet sich das im Animationsbereich wieder. 1. Das Objekt hat einen bestimmten Namen zugewiesen bekommen von PowerPoint, nämlich Ellipse 20. Das ist aber keine Ellipse, das ist eigentlich eine Grafik. Das ist aber eigentlich ein Fehler. Hier bin ich jetzt. Die Ellipse, die wollte ich überhaupt nicht haben. Das ist noch von einer Vorarbeit gewesen. Also nochmal die ganze Sache. Jetzt habe ich das eigentliche Objekt angeklickt und das soll herausschweben. So, jetzt haben wir das richtig. Gleich erscheint das wieder mit der 1 da dran. Grafik 4. Ballons, also die Grafik 4. Wenn ich da drauf gehe, sehe ich schon, es soll beim Klicken passiert im Moment etwas. Das steht auch hier oben. Start beim Klicken. Wir werden sehen, es gibt noch andere Varianten. Beim Klicken soll der Effekt abwärts schweben, bezogen auf Grafik 4 passieren. Einstellungen zu diesen Dingen, zu den verschiedenen Animationen, kann ich teilweise hier oben durchführen. Ich kann sie allerdings auch hier durchführen, wenn ich den jeweiligen Animationseffekt auswähle. Dann erscheint ganz rechts hier so ein Aufklappmenü und da steht dann auch bei Klicken beginnen. Wir kommen zu dem mit vorherigem Beginn noch hin. Auch die Effektoptionen gibt es beispielsweise.
ohne Sound. Ich könnte auch zum Beispiel einen Sound unterlegen, so einen Waff-Sound, dass wenn das verschwindet, dass es zum Beispiel knistert oder zischt oder wie auch immer. Und bei der Anzeigedauer habe ich auch nochmal verschiedene Varianten. Starten beim Klicken, die Verzögerung, das heißt sofort beim Klicken oder erst später, soll das nach unten schweben dann schnell oder langsam passieren, soll sich das der Effekt wiederholen, wenn ja, wie oft, oder nach der Wiedergabe zurückspulen, das sollte man bei Wimmelbildspielern nie anklicken, denn das bedeutet ganz einfach in diesem Falle, die Ballons verschwinden und nach dem Verschwinden tauchen sie dann letztlich wieder auf an im Ursprungsort. Und das will man ja vermeiden. Die Ballons sollen ja ein für alle Mal verschwinden. Und dann gibt es noch den sogenannten Trigger. Und der ist nun für Wimmelbildspiele wichtig. Und zwar immer für die Objekte, die verschwinden sollen. Wenn ich irgendetwas anklicke, dann steht im Moment hier nur, dass der Effekt soll ausgelöst werden beim Klicken. Aber da kann ich im Moment noch beliebig auf das Bild klicken und der Effekt würde angewandt werden. Aber das soll ja gerade nicht passieren, sondern nur, wenn ich auf ein bestimmtes Objekt, an eine bestimmte Stelle des Bildes klicke, sollen die Ballons verschwinden. Nämlich, wenn ich auf die Ballons klicke und nicht, wenn ich auf den Drachen klicke oder hier auf den Basketballkorb klicke. Deshalb gibt es den Trigger, das heißt Auslöser wohl übersetzt, mehr oder weniger, aus dem Englischen. Und wenn ich hier drauf klicke, Trigger, gibt es zwei verschiedene Varianten. Drei verschiedene Varianten, wenn man so will. Animation als Teil der Klickreihenfolge, das würde bedeuten, das ist die Vorauswahl. Alles, was hier an Animationen steht, wird der Reihe nach abgearbeitet. Beim ersten Klicken würde das verschwinden, egal wohin ich klicke. Beim zweiten Klicken würde vielleicht dann hier die nächste Animation, die sich dann auf das Zelt bezieht oder was auch immer, verschwinden. Will ich aber nicht. Ich will den Effekt beim Klicken auf die Ballons starten, nur dann und nichts anderes. Deshalb klicke ich hier drauf. Und nun gibt mir hier das Programm sämtliche Grafiken und Elemente, die ich hier auf der Folie habe, zur Auswahl. Verschiedene Grafiken, Grafik 12, Grafik 3, Grafik 4, verschiedene Textfelder, die ich hier habe, Rechtecke und so weiter und so fort. Vieles habe ich ja schon vorbereitet. Deshalb sind hier so viele drin. Ich sehe hier, Grafik 4 ist ausgewählt. Das sind die Ballons. Das heißt, ich klicke jetzt hier auf Grafik 4. Das bedeutet, der Effekt soll starten beim Klicken auf Grafik 4 und bei nichts anderem. Der Trigger, der Auslöser ist gesetzt. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, sieht man, vor der Animation Grafik 4 steht der Trigger, der Auslöser ist gesetzt. Kurz mal demonstrieren, wie das dann jetzt aussieht. Hier kann ich überall klicken und es passiert überhaupt nichts. Aber in dem Moment, wo ich auf die Ballons klicke, verschwinden die Ballons, indem sie sanft nach unten gleiten und sich dann in nichts auflösen. So sieht dieser Verschwinde-Effekt hier aus. In der gleichen Art und Weise kann ich das dann mit den anderen Grafiken hier machen. Ich setze das Zelt hier wieder rein, ordne dem Zelt eine Animation zu, die gleiche, nämlich hier hinaus schweben. Das ist jetzt hier Grafik 3. Markiere das und setze den Trigger, den ich sowohl, wie gesagt, hier über diese Auswahlfelder, Effektoptionen, Anzeigedauer, Trigger erreichen kann. Aber wenn ich da nicht durchklicken will, kann ich das auch hier unter dem Animationsbereich Trigger beim Klicken auf Grafik 3. Das wären schon mal zwei Dinge. Ich bin kurz am Überlegen. Ja, ich mache das auch schon mal. Die Murmeln ist ja das dritte, was hier verschwinden soll. Und auch die Murmeln sollen verschwinden, wenn man da drauf klickt. Das heißt auch hier, dann haben wir das nämlich so weit hinter uns, jetzt nehme ich hier aber nur das schnelle Verschwinden. Habe jetzt Grafik 14, das sind die Murmeln, wähle sie wieder aus. Wann sollen die Murmeln verschwinden? Beim Klicken auf die entsprechende Grafik, nämlich auf Grafik 14. Und damit habe ich das soweit schon mal gemacht. Diese drei Sachen stehen jetzt hier zwar untereinander,
aber in den einzelnen Blöcken, alles was in den Blöcken steht, also von Trigger bis zum nächsten Trigger, das wird der Reihe nach abgearbeitet. Aber die drei Blöcke als solche, da gibt es keine zeitliche Abfolge. Das heißt, es ist ganz egal, ob ich erst bei Grafik 14 klicke oder erst bei Grafik 4 oder erst bei Grafik 3. Das will ich hier mal demonstrieren. Ich kann hier drauf klicken und es verschwindet. Dann auf das Zelt und es verschwindet. Und dann auf die Luftballons und sie verschwinden. Ich kann aber genauso gut erst auf die Luftballons klicken, dann auf die Murmeln und dann auf das Zelt. Das heißt, die Blöcke gehören zusammen, aber die Reihenfolge der Blöcke, wie sie hier aufgelistet sind, das spielt keine Rolle. Dieses Verschwinden ist soweit schon mal erstmal definiert. Nun soll ja in einem Wimmelbildspiel nicht nur der Gegenstand verschwinden, sondern am schönsten ist es natürlich auch, wenn gleichzeitig die Begriffe, die einem vorgeben, welche Objekte zu suchen sind, auch verschwinden. Das bedeutet, wir werden jetzt den einzelnen Begriffen, den einzelnen Textfeldern, die das ja hier sind, auch Animationen, Verschwindeanimationen zuweisen und die dann so verknüpfen, dass genau beim Klick zum Beispiel hier auf diese Murmeln nicht nur, dass die Grafik der Murmeln verschwindet, sondern gleichzeitig auch dieses Textfeld mit dem Wort Murmeln. Der erste Teil ist wieder einfach, den kennen wir schon, nämlich die Animation zuweisen. Murmeln habe ich ausgewählt. Das ist wieder ein Verschwindeeffekt. Gucke mal. Teilen. Ja, wischen. Nehmen wir mal teilen. So verschwindet dann das Wort Murmeln. Jetzt wird hier oben ist aufgetaucht Textfeld 19 Murmeln. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wann soll die Animation starten? Vorauswahl eben beim Klicken. Und das gilt eigentlich für alle Objekte, auf die man klicken soll. Also bei Objekten immer beim Klicken bleiben oder in der Regel beim Klicken bleiben. Bei den Begriffen aber nicht auf das Klicken setzen, denn die sollen genau dann ja zum gleichen Zeitpunkt verschwinden, wie ein Objekt verschwindet. Und dafür gibt es dann hier die Auswahl beim Klicken beginnen. Die findet man übrigens dann auch hier oben, die gleiche Auswahl. Mit vorherigen oder nach vorherigen. Mit vorherigen und nach vorherigen. Das vorherige bezieht sich immer auf die jeweiligen Animationseffekte. Und in diesem Falle soll das Verschwinden genau zur gleichen Zeit wie der vorherige Animationseffekt, nämlich das Verschwinden der Murmeln, passieren. Deshalb klicke ich hier auf mit vorherigen. Hier kann ich dann wieder angeben, wie lange das Ganze dauern soll, Verzögerung oder nicht. Ja, mit vorherigen, das sieht jetzt soweit schon ganz gut aus. Das Problem im Moment ist aber, man sieht hier, das Textfeld steht hier ganz oben und einen vorherigen Effekt gibt es im Grunde genommen hier nicht. Deshalb, ganz wichtig für alle Animationen in Wimmelbildspielen, die man jetzt hat, gerade solchen kombinierten, die Begriffsfelder, die werden jetzt immer in die Bereiche hier verschoben, wo sich die entsprechenden Objekte mit ihren Animationen befinden. Wir haben hier die Murmeln, Grafik 14. Hier haben wir das Textfeld Murmeln, steht noch ganz oben. Und wir müssen jetzt das Textfeld 19 Murmeln über Reihenfolge ändern. Das findet ihr hier unten. Einfach nach unten klicken, bis es nach der Animation Grafik 14 steht. Beim Klicken verschwinden Grafik 14 und Textfeld mit vorherigen, die Animation lautet teilen, ja, Textfeld 19 Murmeln. Beispiel oder zur Verdeutlichung, hier unten sind die Murmeln. Ich kann auf die Murmeln klicken, da passiert natürlich nichts. Wenn ich aber auf die Murmeln selber klicke, verschwinden die und auch gleichzeitig das Textfeld. Und so will ich es ja haben. Das gleiche mache ich jetzt hier bei dem Zelt, dem Textfeldzelt. Auch da kommt die Animation. Nehmen wieder die gleiche, teilen.
ist noch nicht aufgetaucht. Jetzt haben wir es. Textfeld 7. Noch steht beim Klicken. Auch da, es soll mit der vorherigen Animation beginnen. Und jetzt muss ich noch definieren, was die vorherige Animation ist. Und die ist das Verschwinden des Zeltes. Zelt ist Grafik 3. Das heißt, ich schiebe das Zelt unter die Animation Grafik 3. Und last but not least geht es um die Balance. Da kann ich gleich mal schauen. Das ist dann die Grafik 4. Naja, sieht man eigentlich auch. Okay, die Balance. Das Textfeld Balance soll auch durch das Teilen verschwinden. Hier haben wir das. Gemeinsam mit der vorherigen Animation. Und die vorherige Animation ist die Grafik 4. Klick auf die Balance. Die verschwinden. Der Begriff Balance verschwinden. Klick auf das Zelt. Zelt verschwindet und der Begriff Zelt verschwindet. Klick auf die Murmeln. Die verschwinden und auch der Begriff Murmeln verschwinden. Ja, das wäre schon mal der erste Teil. Ich mache vielleicht jetzt an dieser Stelle erst einmal Schluss, damit das Video nicht zu lang wird. Und werde dann ein neues Video erstellen, ein zweites. Und da knüpfe ich genau an das, was ich hier vorgestellt habe, an. Ich mache sozusagen jetzt schon mal die Vorschau. Hier geht es dann im nächsten Tutorial darum, dass man durchaus ja auch in Wimmelbildspielern, auch in PowerPoint noch verschachtelte, vertracktere Anweisungen geben kann. Also, in meinem Beispiel wird es so sein, jetzt im Moment kann ich auf die Murmeln klicken und dann verschwinden die gleich, aber es geht darum, dass ich erstmal, wenn ich die Murmeln gefunden habe, draufklicken und die verschwinden nicht, sondern es wird eine Anweisung gegeben, was ich erst machen muss, damit die Murmeln verschwinden. Ich muss in diesem Falle beispielsweise, kommt dann beim Klicken auf ersten Klicken auf die Murmeln folgende Folie. Die Kinder wollen dir die Murmeln erst geben, wenn sie einen Fußball zum Spielen bekommen. Suche einen Fußball. Dieser Fußball, den werden sie dann hier finden können. Wenn sie auf diesen Fußball klicken, verschwindet der Fußball. Und gleichzeitig, wenn sie danach wieder zu den Murmeln gehen, verschwinden dann auch die Murmeln. Aber erst dann und nicht vorher. Der Fußball verschwindet nicht, bevor man zunächst auf die Murmeln geklickt hat. Und die Murmeln verschwinden nicht, wenn man nicht zuvor den Fußball geklickt hat. Das heißt, das ist so eine Ping-Pong-Variante, eine Schleife, aber eben keine Endlosschleife. Und diese verschachtelten Dinge machen natürlich Wimmelbildspiele durchaus interessant, gerade dann für ältere Leute, dass man erst bestimmte Dinge erledigen muss und oft Umwege erst einschlagen muss, damit man zum entsprechenden Ziel kommt. Aber für jetzt soll es das erstmal gewesen sein. Schon mal vielen Dank erstmal für eure Konzentration und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und hat euch schon so ein bisschen gezeigt, dass man mit PowerPoint doch relativ einfache Wimmelbildspiele herstellen kann. Bis demnächst. Tschüss.